Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo alle da draußen, die uns jetzt gerade zusehen. Ich bin Babette, ich habe seit 14 Jahren ein reines Kinderschuhfachgeschäft in Leipzig-Gohlis und befasse mich hier auf diesem Kanal sozusagen immer in losen Abständen mit diversen Themen, die bei uns im Fachgeschäft immer mal bei den Beratungen zur Sprache kommen. Und versuchen natürlich dann auch hier diverse Antworten auf diese Fragen zu finden, die der eine oder andere vielleicht schon mal im Kopf gehabt hat und sich vielleicht doch nicht getraut hat zu stellen. Mein Thema diesmal ist das Futter oder die Futtervariationen, die es gibt, jetzt gerade bei den Herbst- und Übergangsschuhen, worauf man vielleicht achten sollte oder was die großen Unterschiede sind. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann! Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Zum heutigen Thema, die unterschiedlichen Innenmaterialien bei den Kinderschuhen, möchte ich euch an dieser Stelle mal ganz herzlich begrüßen, auch wenn das Wetter, ich sag mal, vielleicht jetzt nicht danach ist. Aber früher oder später kommt ja die Zeit, wo man sich mit dem Thema Herbst- oder Übergangsschuhe einfach befassen muss oder sollte. Und auch da gibt es himmelweite Unterschiede. Ich rede jetzt mal nicht von dem ganz normalen oder den typisch klassischen Kinderschuh mit Lederfutter, sondern wir gehen schon mal ein Schrittchen weiter, wenn es dann also gerade früh schon mal ein bisschen kühl wird und die Mamis schon langsam die Schnappatmung befällt, bloß weil das Kind jetzt mal einen leicht kalten Fuß hat, dass es total auskühlen und sich erkälten könnte, wollen wir also jetzt auf neue Materialien bzw. auf Unterschiede bei den Innenfuttermaterialien mal drauf hinweisen. Der Trend geht also immer mehr zum natürlichen Innenfutter. Und da machen zum Beispiel auch solche Vorläufer in dem Barfußbereich wie der Philly, machen da sozusagen den Vorreiter. Auch hier wurde jetzt vom normalen Polyester-Fließfutter abgesehen, um diese Barfußstruktur noch ein bisschen zu verstärken, beziehungsweise auch die Natürlichkeit der verwendeten Produkte zu hervorzuheben, geht man jetzt also rein auf Wollfilz über. Ich muss natürlich auch immer sagen, alles, was eine angeraute Struktur hat, bildet automatisch eine höhere Körperwärme. Wir empfehlen das meistens immer erst ab den Temperaturen, was unter die 10 Grad rutscht, zu verwenden. Ganz einfach. Kinder sind in den meisten Fällen sehr agil, sehr lebhaft, bewegen sich fast ununterbrochen. Da rede ich jetzt auch mal nicht von den Laufanfängern, die bloß mal sporadisch ein paar Schritte mit der Mama laufen. Das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Wenn man also mehr im Kinderwagen sitzt, brauche ich einen ganz anderen Schuh, ein ganz anderes Futter als für ein Kind, was schon relativ aktiv ist und was mir sozusagen einen Wirbelwind von früh bis abends darstellt. So, bei den Schuhen an sich nehme ich ein sogenanntes Kaltfutter, bin ich entweder beim Lederfutter oder wie es die meistens auch verwenden, ein textiles Innenfutter. Textil heißt in dem Falle noch nicht angeraut, sondern hat einfach so eine schicke Wabenstruktur, die natürlich auch da immer ein gewisses Luftpolster mit schafft. Also das heißt, diese Schuhe sind zum Beispiel wärmer als ledergefütterte Schuhe. Vorteil ist, gerade ich sag mal so bei kleinen Frostbeulen, die es ja auch bei Jungs und bei Mädchen gibt, in diese Schuhe rutsche ich rein und habe teilweise nicht so diesen Kälteeffekt, gerade wenn Schuhe im Hausflur oder so aufbewahrt werden. Die müssen also auch nicht durch Körperwärme auf Wohlfühltemperatur gebracht werden, sondern da rutsche ich rein, da habe ich also gleich von vornherein ein angenehmes Gefühl, sag ich mal so, ein schönes, warmes Hautgefühl. Dann gibt es natürlich auch vielerorts dieses klassische Chenille oder eben halt Polyester-Fließfutter. Hat also den Vorteil, ich habe einen leicht wärmenden Effekt, eine samtige, wärmende Struktur und damit natürlich auch mehr Wärme im Fußbereich. Das heißt, wenn also der Fuß schwitzt, er schwitzt nicht hier oben, sondern er schwitzt natürlich dann auch meistens in dem unteren Bereich. Chenille kennt man vielleicht von den Plüschtieren. Niki ist, glaube ich, so ein Anbieter, der macht viel mit Chenille-Plüschtieren. Also besonders kuschelig weiche Faser, hat den Vorteil, trocknet extrem schnell. Das heißt aber auch hier bitte immer wieder zum Abend Schuhe, egal in welcher Form, weit geöffnet hinstellen, damit sozusagen die Fußfeuchtigkeit entweichen kann, was also diese Fasern in der Zwischenzeit alles aufgenommen haben.
So, wie ich schon sagte, der Trend geht natürlich mehr zum Wollfutter oder überhaupt zur Verwendung von Wollfilz, von Schurwolle. Und da sind ja dann auch gerade solche Anbieter wie Frodo und der Buntgard prädestiniert dafür, die wirklich, ich sag mal, wunderbare, robuste Schuhe herstellen mit einer, ich sag's mal einfach so, genialen Optik. Und wirklich auf 100% Wolle setzen, ist immer daran zu erkennen, dass das Futtermaterial relativ stumpf ausschaut. Ich habe nicht diesen glänzenden synthetischen Beifaden mit dabei, sondern hier haben wir es eben wirklich schön mit dem schönen Wollfutter, mit dem schönen Wollfutter versehen. 100% natürlich. Bildet eine schöne Wärme, regt aber nicht zusätzlich zum Schwitzen an. Wolle hat ja sowieso auch die Eigenschaft, viel mehr Fußfeuchtigkeit aufnehmen zu können als ein synthetisches Innenfutter, ohne dass es sich unbedingt feucht anfühlt. Aber ich muss natürlich auch der Wolle die Zeit geben, dann in Ruhe auszutrocknen. Und das muss man dann einfach sehen. Wie lange braucht jetzt der Schuh? Fühlt er sich dann innen noch feucht an? Ja oder nein? Weil Kinderfüße schwitzen ja automatisch. Ich erwähne es auch immer gerne in Gesprächen mit den Eltern bei uns im Geschäft. Vergesst nicht, die Kinderfüße sind kleiner, haben aber dieselbe Anzahl von Schweißdrüsen wie wir Erwachsenen. Und die funktionieren. Ja, man sagt ja dann also auch nicht umsonst, da fällt mindestens ein Schnapsglas Wasser an. Feuchtigkeit. In Form von Feuchtigkeit. Ne? So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar lehrreiche Argumente mit auf den Weg geben, damit die Entscheidung für den nächsten Herbst- oder Übergangsschuh nicht ganz so schwierig wird, weil man muss ja auch immer sagen, die Winter sind ja doch relativ unterschiedlich geworden. Gerade wer im Gebirge wohnt oder in den Hanglagen, wird natürlich eher zum wärmeren Schuh greifen als das Großstadtkind. Also das muss man dann immer sehen. Und ich muss natürlich mich auch auf die Befindlichkeiten meines Kindes einstellen. Habe ich einen kleinen Vulkan an meiner Seite oder habe ich eine Prinzessin Frostbeule? Muss man alles sehen. Jedes Kind ist unterschiedlich und für jede Bedürfnisse gibt es natürlich auch den passenden Schuh. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe doch, ich konnte euch wieder einiges vermitteln und man sieht sich dann sozusagen beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!